Time to wake up, Luchador. Ernsthaft, wir machen da nichts in der Zwischenzeit. So, this is the boy who slew my Alebrier. How disappointing. See, I told you I called him Kaliki. It was my fault, it was his. Let's boil him in hot lava. Let's... Quiet. You will speak when spoken to. Now go back to your rotting sinkhole in Pueblo Echo until I have need of you again. Lest I forget that you were the one in charge of my pet when he was killed. But Now then, Luchador, I could destroy you now, but that would be too easy. Now, a cowardly pet killer deserves a coward's body. Goodbye, boy! May your death be as uneventful as your life. Oh, it's the Year of the Rooster! Haha, wir sind jetzt wirklich verwandelt worden. Nein! Und wir können tatsächlich keine Skills mehr einsetzen. Oh boy. Ja, jetzt natürlich irgendwelche Skills kaufen, ist vermutlich nicht machbar. Auch wenn vermutlich lustig. So, wir rennen jetzt hier wirklich einfach von dieser Situation weg. Oh boy, hi, ihr seid auch wieder da. Okay, Untotenwelt und so weiter, aber... Oh boy! Okay, bye! Ja, natürlich. Kannst du eine Rolle einsetzen? No, you can't. Aber du kannst angreifen, in der Theorie. What? Okay, ich hätte einfach hochspringen müssen, scheinbar. How the fuck am I supposed to do this? Ernsthaft, das ist nicht machbar. Ich kann nämlich nicht irgendwelche Rollen einsetzen oder ähnliches. Ich kann keine Rollen einsetzen, wie soll ich denn das umsetzen? Also ich kann mich gelegentlich hinter denen verstecken. Aber halt nicht immer, you know. Deswegen, und ab einem gewissen Punkt kommen da so viele von denen auf mich zu. Ja, irgendwie Glück gehabt. Irgendwie Glück gehabt, dass ich das überleben konnte. Sehr schön. So. Run, Chicky, run. Wie viel Geld haben wir? Na, okay, wieder auf 6000 hoch. Ich würde ganz gerne einfach irgendwelche Chicken-Skills freischalten. Ja, ich kann auch hier kein Warjumping oder ähnliches machen. Moment, lass mich ganz kurz hier. So, wenn du weißt, welche von denen auf dem Boden rollen und welche springen, könnte es gehen. Das sind ja leicht versetzt. Ja, aber ja, ich weiß nicht wer. Das ist mein Problem und in der Sequenz... Oh boy. Und in der Sequenz einfach herauszufinden... Goddammit. Das Fiese ist, dass der ziemlich weit springt. Ziemlich floaty ist. Oh boy. Puh, okay. Was haben wir noch hinbekommen? Oh. Ernsthaft, ich muss mich jetzt wehren. Oh boy. Are you for real? You are for real. Ich muss die so besiegen. Why? Oh meine Güte. But we did it. Holy moly. Oh boy. Ja, not klar. Au. Okay, take damage to save time, oder? Oh, okay, nicht so schnell.
Okay, run, Chicky! El Inferno. Okay, da komme ich so nicht durch. Why, hello there. I've been expecting you. Don't worry about who I am. Let's just say I have a vested interest in you foiling Kalaka's plan. You see, we've both been afflicted with the same curse. Unfortunately for you, I can teach you how to polymorph into a human. All you have to do is close your eyes, tap your spurs together 3 times, and sing to yourself, "Unleash that luchador within." What? It's not working. Well, then just press LB and be done with it. Polio power! Yay, hey. Okay. Magnificent! Why don't I become human? Are you serious to stuff bread into my sweet face until I turn to the dusty ground? I have an image to maintain. I've been busy keeping tabs on Kalaka and his gang. It seems that his obsession with El Presidente's daughter hasn't gone over well with the vixen. Apparently, sobbing could be heard over that Adele song playing on repeat from Xtabe's lair on Pueblueco. Perhaps if you go to talk to her, she will give you some info on Kalaka. She doesn't seem too pleased with him right now. Okay. Und logischerweise, als erstes, gucken wir, was hier in die Sache ist. Ich habe das Gefühl, dass wir hier lang sollen. Okay, danke. Ah, ja. Oh, another way, genius. Okay. Hatte gehofft, dass ich da vielleicht irgendwie noch was finden könnte. Aber scheinbar nicht. Gut. So, da können wir weiterhin noch nicht lang. Und ja, das Problem ist logischerweise, dass zwar wir mit der Superpower dieses Schild zerstören können, aber ich wüsste nicht, warum wir die halt ernsthaft bräuchten, nachdem wir wissen, dass wir die relativ simpel zerstören mit einem Angriff, mehr oder weniger. Dementsprechend, ja, werden wir vermutlich die beiden kaufen. Einfach um sicherzustellen, dass wir das haben. Der erste ist schon auf Max, okay. Joink. Ich meine, es ist cool, dass wir darauf zurückgreifen können jetzt. Da haben wir nämlich hier so die ein oder andere Stelle, die wir jetzt noch entdecken können. So, dahin, okay. Dann gehen wir mal dahin. Oh, was ist das? Ach, das sind Kakteen in Form von Skeleton Hands. Sure. Ja, zum Beispiel hier ist dann interessant, warum wir dann hier die Plattform bekommen. Ich denke, für diejenigen, die nicht wissen, dass man das theoretisch auch anders hinbekommen kann. Okay, einfach hier rüber ist nicht das größte Problem. Ja, das ist richtig, ja. Die Richtung. Ah. Da fehlt jetzt also hier diese große Wand, die dazwischen gesetzt worden ist. Deswegen konnten wir auch damals da nicht lang. So, was passiert, wenn wir hier... Yes! Oh, sweet, hi. Oh man, those evil skeletons give me the creeps. They were created by Kalaka, they are messing up nature's balance. Oh cool, hier leben also auch noch Leute in dieser Dimension. Und vor allem auch halt in den Städten, die normalerweise halt von den Menschen. Das ist natürlich cool. Sup? Ist hier unten irgendwas? Ich guck nur ganz schnell, ob hier... Oh, okay, hier ist also nichts mehr. Come on. You can do that better. Yes. Thank you. Der Witz ist vor allem, wenn man, glaube ich, Speedruns machen würde, würde man eher immer versuchen, auf das Chicken zu wechseln, weil der schneller ist. If you ask me, the living world and the dead world have no business overlapping. This won't end well. It just won't. Ja, ich glaube, da werden die meisten zustimmen. Schön, dass das Spiel dir einen Spruch an den Kopf drückt, wenn du zurückgehst. Ach so, ja. Mhm. Only, one night only. Oh. Batman vs. Bane. Soll das sein? Interessanterweise, dass sie da keine Namen in dem Fall hinzugefügt haben. Ich meine, klar, nicht Batman und Dings, aber halt einfach allgemein. No matter where you look in this town, there are pictures of Kalaka everywhere. What? Does he think he owned this place? War das nicht so der Witz? Und, hast du das gesehen? Da war so ein ganz kleiner Flash, wo alles leicht rot geworden ist. Oh, interessant. Hi. Das ist zwar kein gutes Spiel, aber... Hi, Grim Fandango. Das ist nur der andere Weg, ne? Ja, okay, hier brauchen wir da nicht hin.
Hier leben vor allem Leute, die kein Problem mehr mit ihrem Huhn zu schwer. Yep. Oh, hey, hi. Der redet interessanterweise. Jetzt redet er mit dir. With every passing moment, the world of the living and the dead are becoming one. There must be some way to stop it. Ja, das wäre natürlich super. Oh, und hier können wir jetzt interessanterweise durch. Achso, und da oben. Ne, da unten konnten wir immer lang. Nur hier oben halt wiederum nicht. Ich glaube, das ist der Witz. Aha! Ach, super. Meine 500, ja, also das ist nicht eine schlechte Masse, aber ich muss dann ganz echt zugeben, dass ich dadurch, dass ich ja. Dadurch, dass ich durch Kämpfe halt Geld verdienen kann, ist mir Geld dann doch immer so ein bisschen uninteressant. So. Ja, wir müssen vielleicht trotzdem überlegen, Health Region als nächstes zu kaufen. Und das denke ich, machen wir auch. Einfach weil wir gerade hier in diesem einen Kampf ja miterlebt haben, wie viel Schaden wir doch nehmen können, wenn dann auf einmal doch viel auf uns geworfen wird. Sam Sombreros. Haben wir hier? Ja, hier gehen wir als erstes rein. Aha, okay. Immer interessant zu sehen, wenn es dann Räume gibt, wo überhaupt nichts drin ist. Auf jeden Fall, wir springen definitiv höher. Und das sind zum Beispiel. Oh, okay. Lass uns was testen. Und zum Beispiel hier, man sieht, der kommt da nicht hoch. Interessant. Also man kann nicht wechseln und dann die Attacke einsetzen. Okay, also man kann sich nicht da irgendwie hochboosten oder ähnliches. It's pretty hard to play La Trompeta without any lungs. And that makes it really tough to get a gig around here. Ja. Das kann ich verstehen. Good luck, Luchador. You're not just fighting for your world, you're fighting for our world too. If Galaka wins, it will be the end of us all. Oh, ich wollte dem Vieh eigentlich nicht hauen, aber okay. Da ist ein Weg. Odor de la Muerte. Ja, die Meme-Poster. Ja. So, oh, wir müssen nach unten. Okay. Ich bin jetzt nicht so sicher. Weil es hier nicht weitergeht, okay. Erstmal hier so ein bisschen gucken. Oh, da war ich nicht wieder hoch, genau. So, you know someone with a taste for the hottest chills? Such a brave soul, I accept the challenge. Besides, my chills only belong in the best recipes. Here, take some. You will only need a few. Ist das jetzt für das Quiz auf der anderen Seite der Welt gewesen? Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir die gerade. Oh, hi. Diese eine. Ja, da haben wir es ja noch keinen gehabt, genau. Dass dieser eine Musikant dann vielleicht in die andere Gruppe aufgenommen wird, wenn halt die beiden Welten miteinander fusionieren werden. Okay, hier ein Pokémon, cool. Mit dir habe ich noch nicht geredet. Dia de los Muertos? Das ist El Mundo de los Muertos. You are in the dead world, Senor. Oh, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Aha! Oh, hi! Okay. Wer möchte? Schöner QR-Code. Auch die Frage, wo das hinführt. Aber hier ist zumindest einer. So, nochmal ganz kurz still bleiben. Gut. Das ist für die Quest in der Stadt. Du brauchst literally Chilis aus der Welt der Toten. Ja. Also haben wir so tatsächlich vermutlich Quests, die wir dann erst freischalten können. Via Piñatas. Mal gucken, was hier ist. Oh, ich hatte gehofft, dass hier vielleicht. Ich meine, es ist cool, dass die Piñatas hier Untote sind. Und interessanterweise auch Knochen haben. Oder zumindest hier so angezeigt werden. So, jetzt will ich logischerweise noch nicht dort lang gehen. Ich will gucken, was in der anderen Ecke noch auf uns wartet. There's definitely something not right with the world lately. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Gerade wenn man vor allem so einen doofen Untoten Portal. The Nether Portal, Restaurant and Bar. Mhm. Oh, der Typ, hi. The denizens of this world fear Kalakas' plan just as much as those from the living world. This is no place for the living or the dead. These ancient battlegrounds are suitable only for the strongest. Are you up for it? Okay, das ist natürlich auch dann durchaus interessant zu sehen, dass wir hier auch scheinbar genau den gleichen Battleground haben, nur halt vielleicht schwerer oder allgemein einfach eine Alternative. Gut zu wissen. Wir gehen auf jeden Fall Richtung Forest. Vorher gucken wir natürlich auch nochmal hier rein. Das ist natürlich cool, dass diese ganzen Luchadoren jetzt nur Skeletons sind.
Also ich denke, sie haben sich schon durchaus Mühe gegeben. Zugegeben, wie gesagt, diese ganzen Memes und Referenzen sind nicht immer so hundertprozentig meins. Aber es geht insgesamt dann doch in Ordnung. Ich denke, man muss einfach nur realisieren, dass es einfach so ein Entwickler ist, der sowas ganz gerne so macht, oder? Ja, doch Entwickler. So, wir sind... Oh, wir haben da doch noch einiges vor uns. Okay, jetzt nehmen wir wirklich diesen ganzen Weg auf uns, den wir bisher so beobachten durften. Kämpfe ich gegen dich? Jo. Wow, hi. Ich wollte eigentlich nur gegen einen von euch kämpfen. Aber wenn hier gleich mehrere sind... Besonderweise, ich habe nach rechts und B gedrückt und er macht einen Uppercut. Aber vielleicht war das so leicht nach oben und das hat ihm dann schon wieder gereicht. Aber zumindest war das so nicht geplant. So. Oh, interessant. Man kann die also von dieser Spike-Attacke rausbringen, indem man einfach hingeht und... Wow, hi, Achtung, Achtung, Achtung. Das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht, aber... Oh boy, Achtung, Achtung, Achtung. Ich sollte vor allem nicht in die Richtung hüpfen, wo das Ding sich hinbewegt, ne? Ei! Not cool. Definitiv nicht cool. Das Problem ist, ich muss mich so ein bisschen auf einen konzentrieren, denn zu sehr auf die anderen noch konzentriert. Das kann dann immer dazu führen, dass sie dann auf einmal machen, was sie wollen. Ja, das war nicht wirklich gut gemacht, da war keine Combo oder ähnliches dahinter. Ich schaue im Bot nachher mal, wo der Kult hinführt. Ich finde gerade meinen Reader nicht. Ja, okay. Ich finde es eh lustig, dass es... Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, solche Sachen über den PC zu scannen? Machen wir es mal so. Denn ich habe immer so die Situation, dass ich immer aufs Smartphone zurückgreifen muss, wenn ich sowas finde. Und so wirklich einfach so zum Datei einlesen, ist meistens so Rechner nicht dafür. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Holy no. Okay, das ging nochmal in Ordnung. Und da bekommen wir ein weiteres Health Upgrade. Sweet. Zugeben, die Health Upgrades sind nicht wirklich viel, aber... Okay, damit haben wir irgendwas... reicht. Aber ich weiß nicht was. I do not know. Ist jetzt hier irgendwie eine Plattform? Okay. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Aber vielleicht müssen wir dann nachher nochmal rein. Gut möglich. Okay, das ist auch nur Hintergrund. Hi. What's up, buddy? So, sind wir mal auf dem gleichen... wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. So, jetzt können wir natürlich hier mal gucken, ob wir die Dinger jetzt kaputt machen dürfen. Okay, nicht als Dings, aber trotzdem. Boink. Oh boy. Okidoki. Und dann gucken wir mal, wie wir hier durchgehen. Erstmal ganz kurz aufladen, genau. Okay, sehr schön. Oh, das ist fies. Ich habe zu früh das gemacht. Okay. Das Schöne ist aber, jetzt können wir uns hier einfach durchfallen lassen. Sehr schön. Wieder ein weiteres Herz. Sehr gut. Ja, ich denke, wir werden wirklich diese ganzen extra Bereiche jetzt abklappern. Um zu gucken, was wir hier kriegen können. Aliop, aliop, aliop. Sehr gut. Oh. Ja, das klingt nach einem Timer, definitiv. Aber für was war der Timer, ist die gute Frage. Okay, ich würde sagen, hier ist die Aufgabe für Chicky. Hello. ja, nicht so. Nicht so. Das fies ist, ich wusste nicht, wie weit der fällt. Okay. Vielleicht ist es doch nicht eine Aufgabe für Chicky. Ich drücke immer die falsche Taste. Vielleicht müssen wir uns da einfach mit einem... Ja, okay. Also, damit kann man dann meistens dann doch noch ein bisschen mehr anrichten. Gut. Ah, wieder eins. Wir werden hier richtig vorbereitet. So, gibt auf jeden Fall Tools für den PC, die QR kurz auf dem Bildschirm dekodieren können. Aber ich habe sie noch nie verwendet. Ist halt die Technologie, die Hauptsache für Smartphones geworden ist. Ja, stimmt schon. Kann ich hier runter? No! Okay, nehmen wir einfach den sicheren Weg. Wow, oh,
Okay. Für alle, die jetzt gerade sich gewundert haben, was passiert ist, wenn man angreift, charge der so ganz leicht nach vorne. Und das war mir nicht bewusst. Ich wollte einfach nur dastehen und doof die Attack-Taste spammen. Ja, nicht empfehlenswert. So, da unten haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen Bereich, der jetzt offen ist. Okay. Was passiert mit dem Typen, der da jetzt rausgeflogen ist? I don't know. Aber interessant wäre es definitiv zu wissen. Eieiei. Oh, interessant. Oh, damn. So, ich will ja mal ganz kurz gucken, was passiert mit dem da. Der ist hier gelandet, cool. Okay, ich dachte vielleicht, der despawnt oder stirbt dann automatisch. Aber der ist wirklich darüber geschmissen worden und lag vor allem immer noch auf dem Boden, interessanterweise. Okay, ich glaube, da war irgendwie eine Wand, die man ursprünglich nicht hätte durchbrechen können. Okay, wenn wir hier schon sind, genau. Ich werde zwar logischerweise nicht alles bezüglich Backtracking machen. Aber wenn wir schon mal hier sind. War das jetzt? Ja, okay, wir müssen auch so ein bisschen weiter voran. Oh, ja, okay. Sehr schön. Das Fies ist definitiv. Moment, lass mal gucken. Es werden nicht die Wege für die Hühnchen angezeigt. Okay, sweet. Aber es ist immer wichtig, auf die aufzupassen. Die kann man echt leicht übersehen. Ich meine, wenn man zum ersten Mal durchläuft, wird man es vermutlich realisieren. Ah, da ist was. Aber beim zweiten Mal vermute ich vielleicht sogar nicht wiederum. Aber das kann natürlich auch täuschen. Okay, also hier die ganzen Sachen abzuklappern, lohnt ja extremst. Jedes Mal bekommen wir irgendeinen Boni. Okay, das war tiefer als erwartet. Where the hell am I? Hier oben jetzt irgendwie, okay. Oh, und das war fast zu früh gesprungen. So, und damit haben wir das auch geschafft. Schön, mehr Geld. Sag ich doch nicht nein dazu. Hier gibt es keine Gegner, die spawnen, auch gut. Und mal hier so ein bisschen drauf achten. Gerade hier so, wie diese Bäume sind, ist durchaus fies. Weil man könnte im Hintergrund super irgendwelche Löcher verstecken. Wo man als Chicken vielleicht durchkommen könnte. Okay, dann haben wir das geschafft. Sehr gut. Und dann machen wir noch die hier. Und dann geht's weiter mit dem eigentlichen Abenteuer. Okay. What's the dealio? Warum kann ich da oben lang laufen? Keine Ahnung. Haha, okay. Okay, das war tiefer als erwartet. That's what she said. Ja. So, da könnten wir dann uns nochmal durchprügeln. Also wir haben noch zwei weitere Sachen. Und die wollen wir uns natürlich auch angucken, aber das geht noch ein bisschen weiter hoch. Vor allem die lustige... Obwohl, wir sind von dort gekommen, ne? Wir hatten den Weg vorher so noch nicht. Wir hätten nämlich überlegen können oder die Frage stellen können, wo man mit dem Olmec vielleicht dann nicht sogar eine Abkürzung kriegen könnte. Obwohl, hier oben zum Beispiel waren wir noch gar nicht, oder? Denn hier sind wir ja ursprünglich runtergeworfen worden. Von dem Jaguar, ne? Dementsprechend will ich mal ganz kurz jetzt gucken. Achso, nee, das ist jetzt der Weg gewesen. Okay, lass uns trotzdem noch mal einmal jetzt kurz vor Schluss... das mit dem Chicken und dem Counter probieren, denn ich habe das Gefühl einfach... Ich drücke immer die falsche Taste, warum auch immer. Dass... man dann da auf dieser einen... Goddammit. Na, Goddammit, ich wusste nicht, wo ich rauskomme. Hier dieser einen Stelle vielleicht irgendwie hochkommt. Aber da ist nichts. Keine Ahnung, wo hier was sein soll. Can't see it, dude. No idea. Das muss mir also jemand vielleicht mal erklären, was man da machen soll. Oder was da angeblich passieren soll. Oh boy, hi. Sup. Oh boy, okay. Ihr seid nicht in der gleichen Ebene wie ich. Gut, dann haben wir ab. Oh, noch einer. Und die fliegen natürlich die Wand. Achtung. Ja, also hier gewesen zu sein, hat sich schon mal sehr gelohnt. Oh boy. Okay, jetzt aufpassen. Oh boy, hi. Ja,
das ist fies. Ich muss da unbedingt auf die andere Seite, aber dadurch, dass ich das aktuell nicht kann, und zumindest ich nicht wüsste, dass ich es könnte, sind gerade die, die dann halt Projektile verballern können, durchaus fies. Gut. Oh boy, hi, bye. So, du kommst aber gerne mal her. Bam. Sehr schön. Nope. Das ist die gute Frage, ob die grundsätzlich immer die gleichen Schilde haben. Ja, zum Beispiel an den Hand der Farben könnte man sagen, oh ja, der ist grün, ergo muss man den halt mit einer Bodenattacke zerstören. So, wir kommen... Holy shit, die ist so weit entfernt. What the hell? Sup? Just because this is the Deadwood doesn't mean we're down all the time. Take today, for instance. I'm preparing a great fiesta for all of my amigos. Oh, how nice. So. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich meine, vielleicht gucken wir uns einfach mal so ein bisschen um. Agave Field? Waren wir hier schon mal? Da kann man hoch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Sprechen, lass einfach mal gucken, wie weit wir hier theoretisch kommen. Okay, soweit. Hier ist sonst nichts. Also entweder ist das ganz bewusst noch so der Fall. Ich sehe auch nicht, müsste man mal nachschlagen, ja. Das ist leider so eine Sache, wo... Keine Ahnung, man würde denken, oh, da ist vielleicht diese eine Plattform, die freigeschaltet werden würde oder vielleicht irgendwas anderes, aber wir haben jetzt meines Erachtens doch versucht, so schnell es geht, beide Seiten uns anzugucken und da war einfach nichts. Oh! What's up? When I was alive, I used to live in this house. I always enjoyed playing with my favorite toy. A Luchador action figure. It was the most fun to play with. Ansonsten natürlich hier unsere Charaktere. Auch so ein Spiel, das ich mal angespielt habe und dann realisiert habe, nee, es ist nicht meins. Warte, ich wusste nicht, dass man aber gern rauchen kann. Hey, hi. What's up, buddy? Looking good. Bisschen skinny. Aber das ist nun mal so. Wie interessant zu beobachten, wirklich, wie die Häuser hier einmal nach oben, obwohl... Wo war das jetzt in dem Haus? Lass mal bitte nochmal schnell gucken. Dass in dem Haus auch so der Fall war. Ja, okay. Also wir werden da tatsächlich hin teleportiert, wo dieser Spaß sich befindet. Wir müssen irgendwo da nach unten. Okay, dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Hier ist eine Tür, die darauf nur wartet, aufgeprügelt zu werden von irgendeinem NPC. Oh, hey, hi. That was deep. Interessanterweise zum Beispiel hier sind wiederum die Sachen in doch wieder halt weiß hervorgehoben. Dachte das gerade durch die Untoten wird, aber vielleicht ist das eine extra Power. Kann natürlich auch sein. Luchador, how did you find me here? I'm really not in the mood. I've got a headache. Just leave me to my loneliness. You want me to help you? You men are all the same, charming and available when you want something. But completely occupied as soon as an annoying entitled prissy trout enters the picture, just like that jerkalaka. Und natürlich auch sehr interessant mit dem Schatten. Luchador, I'm sorry to lose my composure, I'm just not used to being so neglected. Is it too much to ask for a little affection? Let's fuck. We can all be lonely at times, can't we, Luchador? In need of some tenderness? Some emotion? Some arousal? No. Of course, how could I expect any sort of empathy from a feeble-minded brute? How utterly disappointing. Soon you'll be my slave, then I can have some real fun. Humpty Dumpty. Alright. One night only. Oh, a one night stand. What the hell are you? Could you stop with that? Oh boy, okay. Oh boy, okay. Merken, die kommt da immer mit diesem Zeug. Okay, wichtig ist, dass man die scheinbar wirklich... Ah, goddammit, da bin ich natürlich perfekt reingelaufen. Oh, goddammit. Oh, das Fiese ist, die sind auch in der Farbe, wo man den einfach nicht ausweichen kann. Gut zu wissen. Oh, interessant. Ja, goddammit, zu langsam. Okay, also so langsam habe ich dann doch auch das wieder raus.
schnapp. Okay, das wird die aber irgendwann noch abwechseln, oder? Halt. Ah, zu langsam. Ah, das war zu nah. Okay. Wow, okay, das muss man auch erstmal wissen. Ah, goddammit. Wow, der wird aber super schnell aufgebraucht, der Balken in Bosskämpfen. Just give up, Luchador. Your fate is sealed. You will not leave this cave alive. Wow, what the fuck? Can I help you? So, meine Überlegung ist, ob man viel... Au! Okay, gut, zu wissen. Okay, das ist keine gute Kombo. Gut zu wissen. Ja, so ist besser. So ist besser. How amusing that you presume to have the strength to defeat me. Many men have come to my lair before. Mm-hmm, if you know what I mean. Their skull adorn the walls. Mm-hmm, okay. Chill out. Would you please? Mhm. Okay, das Fies ist definitiv... Oh Gott, damit, okay. Das Fies ist, dass wenn man die mit dem Ground Slam trifft, dass die... Oh, wenn man schnell vor allem reagiert, dann kann man die sogar angreifen, bevor die irgendeinen Blödsinn machen. Gott, damit. Eieiei. Oh, das gibt mir sogar HP zum Teil. Gut zu wissen. Ja, das war komplett daneben. Okay, also die HP-Regeneration ist super hilfreich. Mhm, ja, ja, mach du nur. Ja. Das war interessant, da haben wir sogar tatsächlich ein paar Schläge reinbekommen. Bonk. Einmal gegen die Brust gehauen. Oh, Luchador, perhaps I underestimated you, but I think we're just in different places right now. I will spare your life. Oh, thank you. You know, Carlos wasn't always such a bad guy. He was once handsome and brave, not unlike you. Maybe you would like to hear his story. Oh, God. Before he became Calaca, Carlos was known as El Charro. People called him the pinnacle of Charreria. Only one event had eluded him, La Gran Charreda. He was willing to do whatever it took to win it. The night before the competition... Yikes. Carlos broke his arm. He was devastated and did the unthinkable. In exchange for his soul, Carlos won the competition. But just before he could claim his trophy vermutlich, oder fame, his flesh rotted and he was dragged to the ward of the dead. Carlos felt cheated, he never got the glory he wanted so badly. He swore he would have his revenge. Carlos challenged the devil to a cockfight. Mm-hmm. The devil always liked challenges and was kinda gay. With my help, Carlos turned the devil into a rooster. Oh, der Kollege. Mm-hmm. And took over the ward of the dead. He plans to merge it with the ward of the living.
to enslave everyone, to make everyone praise him. Maybe that trout was right after all. I deserve better than Kalaka, and someone needs to stop his sorry ass. Kalaka and Flameface have taken President's daughter to the top of the Temple of War. Oh, noch ein Tempel. No doubt for another one of their Asine rituals. To reach the temple, you must first ascend the great Tuil tree growing from within the forest, but this will require the ability to traverse dimensions. Allow me to bestow this power upon you. Sweet. Ouch. Dimension swap. Swap, swap. That was easy, wasn't it? Now just press right trigger. You know what? It never goes well with these bad boy types. Yeah, good guys aber auch nicht. I wonder if that nice Frey is single. Okay, sweet. Damit haben wir das jetzt hier freigeschalten und können selber hin und her wechseln. Okay, ganz ein bisschen runter. Alley-up. Und alley-up. Oh, sweet, man kann das mit Jump machen. Oh boy, das wird lustig. Da werden die Herausforderungen schon in der Zukunft zu erwarten sein. So, Abilities, wie sieht's denn aus? 2500 wieder. Man könnte überlegen, ob man irgendeinen Chunk holt. Da muss ich aber ganz kurz mal schnell gucken. Ich meine, man könnte sich ganz bewusst das für das HP-Upgrade nochmal holen, aber brauchen wir das so sehr, dass wir da Geld ausgeben? Also was ich denke, wir überlegen einfach mal, ob wir vielleicht nicht hier anfangen, diese ganzen Grapple-Attacks vielleicht zu leveln. Gerade so das Boot würde ich mir ganz gerne holen. Alep, alep, sehr schön. So, und jetzt brauchen wir den Bereich, um hier hochzukommen. Ja, und das beginnt natürlich gleich sofort hier, wie ich es schon erwartet hatte. Viva Carlos. Interessant. Ah, da ist die... Oh, da kann man natürlich jetzt so einiges mit anfangen, ne? Das ist schon die Frage. Haha, dadurch, dass dieser Bereich nicht existiert. Oh, danke. Der heilt einen. Das ist natürlich cool. Aber dadurch, dass hier einfach diese Sache nicht existiert, kann der auch einen nirgendwo hinbringen. Okay, das ist gut zu wissen. Ich meine, jetzt muss man natürlich so ein bisschen an... Okay. Es gibt einfach Welten, wo man nicht irgendwas machen kann. Aber hier können wir durch. Yeah. Oh, damn. What is this? This is new. Oh, vielleicht hat das wirklich was für den Balken dann zu sagen, also den... Intenso-Balken hieß er, genau. So, Ach ja, stimmt, ich kann... Also wie viele Sachen wir jetzt machen können, ist schon durchaus cool. So, wir wollen herausfinden nochmal, wo das eine Mädchen war. Denn ich will ihr ganz gerne helfen. Okay, das war hier. Lass mal kurz wechseln. Au. Oh. Das ist natürlich ganz cool. You got Luchador Figure. Sweet. Oh, that's my Luchador Figure. I'm so glad my mommy kept it. Gracias, senor. Here's a present for you. It can be your own toy. I hope you like it. Sweet. Haben uns Geld gespart. Okay, also, das ist natürlich interessant zu beobachten, dass wir hier Bereiche haben, die wir zumindest nicht betreten können. Certainly it's quiet in the house these days. I just can't bring myself to get rid of my favorite toy, so. Tja. So, I keep it in the cellar under the stairs. Tja, das ist, was du denkst. Das ist natürlich durchaus interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Welt dann ist. Es ist nicht nur so, oh ja, da ist ein Haus und da ist jetzt eine Tür und da wiederum nicht. Nope, da ist ein... Ja, komm, hier kommen wir überhaupt nicht rein. Aber das ist ein bisschen fies, wenn man dann drückt und auf einmal kommt da nichts raus. Okay, das klang komisch. Dass da halt einfach keine Welt ist auf der anderen Seite. So, die Frage ist... Ist hier irgendwas? Denn beim letzten Mal waren wir, glaube ich, nur... Oh, wir waren beim letzten Mal vor allem nur hier, als wir nicht hier hoch konnten. Okay, also da war so eine Sache versteckt, das ist nett. Aber ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Gut ist, man kann relativ schnell hin und her wechseln. Okay, also da ist nichts. Die Frage ist, ob man zum Beispiel hier unten noch irgendwie lang kann. Nö, also da kann ich mich nicht runterfallen lassen. Weil sieht zum Beispiel fast so aus, als wäre da so ein Bereich, wo man rein könnte.
Aber... Nope. Hier ist sonst nichts, außer diese eine versteckte Stelle. Okay, hier war Madame versteckt, genau. Haha, Drehung in Chicken. Das ist doch cool. So, haben wir hier irgendwie was davon, wenn wir hier wären? Was interessant ist... Ha, das ist wirklich merkwürdig. Wir haben Trigger und Bumper. Wenn wir Trigger machen auf der linken Seite, können wir uns in ein Hühnchen verwandeln. Okay? Wenn wir den Trigger auf der rechten Seite klicken, können wir rüber wechseln. Wenn wir den rechten Trigger aber drücken, wechseln wir ebenfalls. Wenn wir jetzt aber auf Chicken wechseln und den linken Trigger wiederum drücken, passiert so überhaupt nichts. Also entweder kriegen wir da noch was oder das ist leicht merkwürdig gelöst. So, hier waren wir drin, genau. Und wo müssen wir jetzt hin? Da oben wieder hin. Okay, gut. Jedenfalls natürlich immer so ein bisschen... Ah, dann können wir von jetzt auch das eine Quest beenden bezüglich dem Chili oder was das waren. Und gucken einfach mal, was dabei herumkommt. Also hier ist das Fest, wo wiederum hier dann mehr oder weniger nichts ist. Das ist cool zu beobachten, wie unterschiedlich die Welten dann doch wiederum sein können. Oh, hey, hi. Oh, aufpassen, genau. Also, auch, oh, au, oh, wow. Der hat mich sofort angegriffen, als ich mit der falschen Sache angegriffen hatte. Okay, gut. Ja, jetzt ist natürlich der Kampf um einiges interessanter geworden, weil wir uns auch gerade gegen die verdammten Mistviecher wehren können. Und es ist interessant, also... So ein bisschen in der Luft reicht schon. Solange man wirklich nicht auf dem Boden ist, kann man diesen Grand Slam ein... Grand Slam. Frog Slam einsetzen. Hi. Hier ganz kurz aufpassen, dass der gerade eben mich nicht erreichen kann. Sweet. Nein, umdrehen bitte. Und bam! Also ich muss ganz ehrlich zugeben, selbst wenn man die Kombos relativ simpel hält, macht es schon extremst Laune. So, die Sache ist, kamen wir beim letzten Mal hier hoch? Ja, ne? Okay, weg mit dir. Ja genau, hier waren wir beim letzten Mal noch oben. Aber wir wissen halt noch nicht, wie wir dann auf der anderen Seite umgehen können damit. Come on! Yes! Also das Spiel macht vom Kampfsystem einfach nur Laune. Okay, jetzt sind wir hier wieder drüben. Lass mal ganz kurz nochmal gucken. Das war vermutlich gar nicht hier. Nevermind. Ja, das brauchen wir jetzt hier genau, um da durchzukommen. Vor allem die Frage ist jetzt zum Beispiel, ob hier irgendwas in diesen Bereichen noch wäre. Mal abgesehen halt von den jetzt noch weißen bzw. blauen Bereichen. Lass mal den Olmec dann gleich nutzen, die wir jetzt so nicht betreten könnten. Would you like to take a trip? Yes, let's. Oh wow, hier sind viele. El Inferno. Okay, wir bekommen also schon so ein bisschen eine Übersicht, wo es noch überall hingehen wird. Aha. Also man sieht, da hinten geht es dann tatsächlich irgendwann noch über zu dem Menschen. Da wollen wir hin. You got it, hombre! No liquids over 3 uses. Ja, okay. So, sind wir jetzt hier richtig? Ja, ne? Zum Beispiel da weiß ich immer noch nicht, wie es da hochgehen soll. Aber das wird vermutlich in der Zukunft kommen. Nachdem wir die Karte gesehen hatten. Pardon, Sonja, but you can't play any music for you until I bend this hole again. Yo, you dude. Ich vermute, hier muss man noch warten, bis die beiden Welten wieder zusammenkommen. Aber hier können wir natürlich das schon machen. Ah, das ist der Raum, okay. Gracias, Señor. You are now part of history. You have helped me to create the world's largest and best enchilada. So sweet.
Ja, vielleicht kannst du was mit dem Schalter machen. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, wo das war. War das da drüben? Im Endeffekt jetzt auch ein bisschen Wurst, aber... Teddy's Tacos! Was durchaus interessant ist. Und da wird Sam's Sombreros drauf. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit diesen Idioten machen. Denn da ist dieser eine Typ, aber der kann mir nicht hier weiterhelfen. So, war jetzt hier nochmal irgendwas? Hier war das hier, genau. Und ganz unten war die Bar. Ich will mir nochmal die Bar angucken. Ey, Ninja. Warum heißt er, kann er keine Minions kämpfen of the Dead? Ja, klar. Was haben wir mitbekommen? Da geht's nicht rein. Jetzt, wo war diese verdammte Bar? Die war vermutlich ganz oben, ne? Okay, aber ansonsten ist hier nichts, ne? Bitte, mehr können wir aktuell noch nicht machen. Ja, hier sind weiterhin die Kollegen, die aber nur da stehen. Können maximal... Oh, wir können hier wieder rein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich. Ja, erstmal hier so. Ist nicht hier hoch? Nö, muss ich nicht, okay. Ist hier jetzt mittlerweile irgendwas? Nope. Ich warte natürlich so ein bisschen darauf, weil in unserem Skin-Beschreibung dabei steht, dass wir 50% Nachlass kriegen. Bisher war das nicht der Fall. Sup, Buddy? Ah, the warrior's thirst for knowledge is not easily satiated. Would you like to continue your training? Hoch X. Okay, ich muss erstmal gucken, was ich machen soll. Hoch, spring, H, H. Oh, sweet. Ach, du... What the fuck? Okay, Left Trigger ist rollen. Ach so, ja. Deswegen kann das natürlich nicht funktionieren mit dem Chicken und dem Link Trigger, weil das für Dodgen ist. Natürlich. Hoch. Hoch. Rolle. Sprung. What the hell? Okay. That's something. Warum machen wir das? Achso, ich habe zu langsam. Warum war das zu langsam? I don't know. Beim ersten Mal ist es doch funktioniert. Besonderweise jetzt nicht wieder. Achso, der soll erst einmal aufknallen. Ist das die Idee? No. Okay, rollen, springen, schlagen, runterschlagen, runter, B, hoch, B, schlagen, B. Holy moly. What? Das Fiese ist, dass der einfach nur dasteht. No, das war nach unten. Ah, kann damit. Runter, hoch, B. Okay, runter, hoch, B. Nein, erst schlagen, dann... Ah, no. Ah, okay, also das ist eine fiese Kombination. Why? Also den habe ich noch nicht ganz verstanden. Also entweder bin ich einfach zu langsam, ist der... Oder zu schnell. I don't know. Holy moly. Das sind eine Kombination. Schlag, Schlag, hoch, B. Schlag, Schlag, hoch, runter. Nope, Moment. Nochmal. Er hat sich aber umgedreht. Er hat sich umgedreht. Ah. Schlag, Schlag, hoch, runter, runter. Okay, ich weiß, was mein... Ich wollte schon sagen, mein Problem war, dass ich irgendwie den dann in die falsche Richtung geschlagen habe. Ja, hier, das Fiese ist, dass man wissen muss, wann man zuschlägt, wenn man gerollt ist. Wenn man rollt und sofort zuschlägt, könnte das die falsche Idee sein. Deswegen, man sieht, der muss im Endeffekt dann in die gleiche Richtung wie ich springen. Oder fallen. Okay, das war falsch. Moment. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war, aber es hat funktioniert. You just served up an Order of Pain con Carnage. Yes. So, jetzt testen wir natürlich, ob der noch weiter für uns hat. I can't teach anything, okay. Okay, ja, jetzt gehen wir natürlich zurück. Denn hier ist nichts mehr. Was
zumindest für jetzt. Oh, waren wir hier drin? Ja, ne? Oh, hi! Holy yuck! How did you find me? If you don't tell anyone I'm here, I will give you a reward, okay? Sweet. Okay, wir waren nämlich hier in der anderen Welt drin. Und nicht halt in dieser, ganz simpel. So. Jetzt sind wir wieder vor das Shivo. Da, wo wir sein sollen. Und von hier aus sind wieder Gegner dort, aber die sind mir eigentlich... ja, okay. Unverwandelt kriegt man natürlich gepflegt auf die Fresse. Also was, ich nehme euch auch noch mit. Einfach weil ich es kann und meine HP wiederherstellen will. Dankeschön. Weiter da lang, okay. Aber dass ich hier nicht alle 5 Sekunden von irgendwas angegriffen werde. Hallöchen. Yeah, sweet. War das beim letzten Mal schon mal hier so? Can't even remember. Ja, waren wir hier. Nur durch die andere Richtung sind willkommen. Sweet. Ah, jetzt gehen wir nur nach unten, genau. Come on, nicht festhalten. Danke. Und wir können über den Weg da unten gehen, okay. Man kann sich leider nicht einfach fallen lassen. So wie es scheint. Muss immer erstmal landen. Aber ich fühle mich gerade so an Trainingsmodus aus Blaze Blue erinnert. Bin echt beeindruckt, dass das Spiel so komplexe Kombos kann. Ja, das ist durchaus beeindruckend. Gerade vor allem am Anfang, wenn man sich das so anguckt, würde man denken, oh, man kann nur eine Combo, wenn man in der Luft einsetzen von jedem Typ, aber... Oh, hi. Man kann doch überraschend viel damit anstellen. So, hi. Nope. Come on. Dankeschön. So, it's chicken time. Chicken time. Und damit kommen wir zu Tule Tree. Ascend the Tree und mach dann irgendwas. Okay, let's go. Ich denke, wir werden zwar nicht mehr allzu viel machen, aber wir machen einfach mal hier schon den Anfang. Hi, buddy. Sup. So, ja, later, bot. Oh, wir können hier lang. Und natürlich sollten wir dann auch mal gucken, die andere Seite gleich wieder rum. Ob hier nicht dann noch irgendwas war. Okay, das wird natürlich ab jetzt auch die Herausforderung, stets zu gucken. Ob auf der anderen Seite der Welt irgendwas noch auf uns wartet. Ah, okay, da wartet Suppe. Mhm. Übrigens finde ich es schade, dass wenn man sich in ein Chicken verwandelt, dass nicht oben links das Symbol sich zu einem Chicken wechselt. Oh, wow. Oh boy, nope, das war mir jetzt nicht so gedacht. Bam! Mhm. Hat damit, ich hatte eigentlich Dodge gedrückt, aber dafür war ich dann scheinbar zu langsam. Okay. So, hier können wir lustigerweise einfach in dieser Welt bleiben. Okay, dafür aber wiederum nicht. Okay. Wir sollen also hier dazwischen gehen, alles klar. Mal rutschen. Gut, sehr gut. Und hier ist einfach nur ein Speicherpunkt, gut. Where the hell am I now? Irgendwo weiter oben, definitiv. Okay, was habe ich davon, wenn ich die hier an... Wow! Oh, interessant, wenn man zwischen zwei Objekten zwischenklemmt. Goddammit, ich bin über den Schwertschlag rübergesprungen. Hab's dann aber nicht geschafft bekommen. Okay. Den Angriff noch auszuführen. Oh, Challenge Room. Oh, interessant. Seine Angriffe sind in der anderen Welt nicht greifbar.
Au. Das war eine Frechheit. Wo hat der den denn geworfen? Weiter noch. Moment, no, nicht weg. Okay, gut. Jetzt, zack. Und der ist ja dann die Geschichte. Oh boy, oh, der ist genau vor meiner Nase aufgetaucht. Allop. Die Frage ist, ob man zum Beispiel, wenn man diese Attacke einsetzt, während man in der anderen Welt noch ist und dann kurz rechtzeitig wechselt, ob die dann nur noch ankommt. Okay, also der, warum bleibe ich denn da stehen wie ein Ding-Dong? Okay, komm her. Danke. Also die Reichweite ist nicht wirklich umwerfend. Ich hatte so gefühlt, dass sie am Anfang besser wäre, aber zumindest hier hat man gesehen, dass man doch ein bisschen näher rangehen muss. Interessanterweise, hier kann man runter. Ich meine, das ist spielbar auch nett genug, um das wirklich farblich hervorzuheben. What the hell? Okay, ich muss herausfinden, wo die Dinger sind, wo ich durch darf. Ja, das ist die Herausforderung. Okay. Ich muss ja nicht als er bleiben. Er sehe ich auch gerade. Okay, das war durchaus cool gemacht. Damit bekommen wir wieder etwas mehr HP. Yes, yes, yes. Sweet. So, einfach hier festhalten. Ja, also als er ist es natürlich sogar ein Ticken einfacher fast, muss man sagen. Okay, und jetzt geht man dann mehr oder weniger doch den gleichen Weg zurück. Gut. Sweet. Okay, Stange ist im Weg, Stange ist nicht im Weg. Das ist interessant, aber nicht so machbar. Okay, ich brauche hier die Wand wiederum, genau. Okay, das ist verdammt cool. So, brauche ich die Seite hier? Nö. Keine Ahnung, warum die existiert hat, aber gut. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt hier wieder zum Ende dieses Teils. Ich muss ganz ehrlich weiterhin sagen, das komplette Design, die Attacken, das komplette Kampfsystem, die Welt gefällt mir richtig gut. Dementsprechend verabschiede ich mich. Hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.